sage trotz allem oder gerade deswegen, und wir waren gerade mit unseren Programmen vielfältig, das ist Wien. Ich sage das jetzt stolz, weil sozusagen so etwas wie in diesem skurrilen Ambiente mit einer derartig skurrilen Besucherschar, das findet man sonst nirgends. Sonst heißt das Kafka-Jahr, Franz Kafka vor 100 Jahren verstorben, bringt es mit sich, dass man auftrittsmäßig relativ viel machen kann, weil das Interesse größer ist, als wir je gedacht haben. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Abend hier. Ich habe irgendwas gehört von Kafka. Na, heuer ist Kafka, ja, 100. Todestag. Und seltsamerweise, es ist nämlich normalerweise nicht so mit wirklich Nummer 1 Schriftstellern und Genies, dass das so zieht. Aber bei Kafka zieht es komischerweise, und das ist ein saloppes Wort, wenn ich es sage, zieht. Es sind die Leute interessiert. Es sind also Veranstaltungsorte wie hier, ganz zauberhaft, ja, genauso interessiert, wie wir kommen gerade aus Paris, ja, und waren da riesengroß und so weiter. Vorlesen, Musik dazu, die man nicht erwartet, das bringen wir. Auch ein bisschen, nicht zu viel, aber ein bisschen emotional sein. Und nachher, das spricht natürlich, aber es ist Kafka, sind die Leute, oh, wow, das gibt es, das ist da, das ist eigentlich meine Seele so stark, wie ich sie gar nicht mag. Aber Kafka ist erste Klasse. Hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebilde Ketten und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen. Kafka ist ja nicht unbedingt leichte Kost, kann man sagen, aber was macht trotzdem diese Beliebtheit von ihm aus? Ja, mein Gott. Er war einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts aus. Ist so, kann man nichts machen. Und natürlich, man sieht, wenn es halbwegs gut gebracht wird, was wir versuchen zu tun, sei es aus seinen Romanen, aus seinen Erzählungen und so weiter, dann erkennt man sich immer darin, immer. Wenn ich sage, man erkennt sich, erkennt man aber hauptsächlich seine Ängste. Aber heutzutage, 2024, da haben wir viele Ängste, da sind wir Profis, nicht, würde ich sagen. Ne? Absolut. Ein ungeheuerlicher Gedanke. Wenn uns jemand stirbt, den wir lieber hatten als uns, da hätten wir nichts mehr zu erfahren. Da hätten wir schon alles vergessen, was es noch zu wissen hätte geben können. Wir machen jetzt Musik, damit wir wieder runterkommen davon. Kafka, kann man sagen, populärer denn je? Oder zeitgemäßer denn je? Ich weiß nicht, ob ihn so viele gelesen haben. Aber kennen tun, man kennt ihn ungeheuer. Also eigentlich jeder, der sich in irgendeiner Form mit Literatur beschäftigt, und da mag das sein, was immer, kennt zumindest den Namen und sagt, ja, na, aber das ist und so weiter. Und Seele und Erkenntnis und Jenseits und so weiter und so fort. Und ich kann nur allen Leuten, die jetzt uns zuschauen, raten, auch wenn sie sagen, sie können das nicht und so weiter, nehmen Sie sich einmal eine Ausgabe, das ist ganz leicht herauszukriegen, beispielsweise von der Verwandlung oder die ersten 5 Seiten aus dem letzten Roman, das Schloss. Das ist ganz einfach zu lesen. Ich erinnere mich nur, ich habe das als junger Mann zum ersten Mal bekommen, da war das noch gar nicht so, und bin ins Bett gegangen und um 3 Uhr früh saß ich noch immer vor dem Buch und habe mir gedacht, wow, das gibt's ja. Es ist nicht die Wahrheit und es ist trotzdem, wow. Machen Sie das auch, sage ich Ihnen nur. Ja? Also die Sie jetzt alle zurückschauen, nehmen Sie sich einen Kafka-Text, also den Beginn des Schlosses zum Beispiel. Ja? Der ist ganz einfach zu lesen. Und sagen, wow, ungeheuer.
Ich möchte es nicht erleben, aber ungeheuer. Ein Genie. Ja, ja. Und das Schöne ist, also ich spiele mit der Familie Stippich, die in einen anderen Zusammenhängen, ja, die sind ja schon Weltstars jetzt. Wir sind aber miteinander, haben wir sehr viele Projekte schon gemacht, eben auch in der ganzen Welt. Und die spielen auch heute für mich und wir spielen, die spielen zwischendurch ganz andere Sachen. Ja. Aber irgendwie so, ich tue das dann in der Lesung immer so hinbringen, so anreizend. Ja? Und ich meine, der junge Mann, der heute Klarinette spielt, der ist 15 Jahre alt und spielt Klarinette besser als 99% aller Klarinettisten, die es auf der Welt gibt. Wir haben hier erst eine unserer ersten Vorstellungen, wird das ganze Jahr auch noch weitergehen und ich darf einiges auch vorlesen und ich werde heute auch ein paar Sachen sozusagen antupfend vorlesen, die man gar nicht kennt. Und das ist dann immer so schön, da hören nämlich die Leute noch zu. Nicht? Ich meine, die hören eh zu, weil sie müssen, weil sie sich dann freuen, je mehr sie zuhören, umso rascher sind sie beim Wein und beim Buffet, aber es kann natürlich auch anders sein. Da geht es uns besser, wir haben den Wein schon. Ja, na, wir haben eh den Wein. Und, ja, und Moscherie zahlt uns also 50 Cent für jedes in die Kamera gehaltene Dings. Also, ja. So, wir haben schon wunderbare Klänge bis nach draußen vernommen. was ist das für eine Musikrichtung? Ne, wir haben verschiedene Musikrichtungen vorbereitet. Es ist, wird eine Musette wird dabei sein, ein Klezmer, ein Garde-Stück oder zwei Stücke von Herrn Garde. Und was haben wir noch? Einen Tango. Ist das nicht so ein bisschen schwierig, zu Kafka was Passendes zu finden? Es ist, ja. Natürlich, aber Musik ist Musik und das, man wird immer die richtigen Bilder dazu finden, glaube ich. Haben wir da gehört, eine wunderbare Klarinette, das heißt einen wunderbaren Künstler mit Klarinette. Und wenn man erfährt, wie alt er ist, kann man es fast nicht glauben. 15 Jahre ist das korrekt? 16 Jahre? Okay, na gut, 16 Jahre. Und wie lang jetzt? Seit Februar, 9. Februar. Und wie lange spielen Sie schon Klarinette? Ich bin 7 Jahre alt. Bin. Gibt es da irgendeine Vorliebe? Also eher Jazziges, Bluesiges, Klassik? Klezmer, ja, ist am lustigsten für Klarinette zu spielen. Okay. Ja. Und der David hat aber auch noch eine andere besondere Klarinette. Die kannst du mal herzeigen, wenn du magst. Die ist herzig. Das ist eine herzige, genau. Das ist eine Bixüse. Eine Bixi ist das Hölzl, eine hohe G-Klarinette. Das ist eigentlich auch ganz ein seltenes Stück. Und ja, vielleicht machen wir da heute auch was Wienerisch, also das passt ja auch. Das passt absolut, natürlich, absolut, ja. Ja, das ist eine fantastische Musik, also ich habe das von draußen gehört, also ich habe mich dann schwer aufs Interview schon konzentriert. Aber wie gesagt, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das zu Kafka passt, dass das dann also ein bisschen das Ganze noch, wie sagt man, abrundet. Genau, dass man einfach die Gehirnsynapsen spielen lassen kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt Kafka begleitet wird, was gibt es denn sonst zu hören? Von uns, meinen Sie? Ja, bei uns gibt es viel Musik. Wir haben gemeinsam mit zum Beispiel mit dem Ehepaar Uller ein Schrammelquartett, das sind die Bravour-Schrammeln. Und da spielen unsere Kinder auch mit, also die Marilena, der David und von den Monika und Peter Uller, die Tochter, die Cecilia. Da sind wir jetzt heuer beim Wernherrn-Festival. Da spielen wir im zweiten Teil vom Schrammelmontag quasi. Und da ist es, ja. Das gibt es zum Beispiel, oder wir haben noch eine andere Formation, die nennt sich Mischwerk, das ist noch mit Geige. Meine Frau spielt auch Kontrabass und Kontragitarre und da bewegen wir uns quasi zwischen europäischer Volksmusik, Eigenkomponiertes auch vieles und ja, was uns halt so gefällt. Absolut vielseitig, kann man sagen. Ja, ich hoffe. Wunderbar, wir freuen uns auf den heutigen Abend. Danke vielmals. Danke. Das ist ja auch ein Kabel, der ganzen Welt schon, ja? Er hat keine Chance mehr.
Das ist eine sogenannte G-Klarinette, das sogenannte Big Süßerechtel. Genau. Ja. Nichts für Diabeteskranke, ne? Also. In einer Galerie und sind wir ein Künstler der anderen Art hier. Du malst keine Bilder, du kriegst wunderbare Stücke, wunderbare Kleider, Roben. Ja, aber wir haben auch hier heute einen Genuss mit einem anderen Künstler, eine andere Art von Künstler. Etwas für die Ohren. Absolut. Ja. Kafka sagt dir das was? Ja, mir selber schon. Von meiner Schulzeit noch. Okay. Magst du Kafka oder ist er eher zu schwierig? Ich mag ganz gerne. Aber ich merke mir kaum, dass ein was ich noch dann erinnere, das war eine Verwandlung in einen Käfer. Kennst du diese? Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das Buch geheißen hat, weiß ich nicht mehr. Aber ganz ein toller Abend, wir hören gute Musik heute noch. Ja. Wunderbare Galerie eigentlich. Es ist immer ein Genuss, hierher zu kommen. Und man muss nicht bei bestimmten wie heute herkommen, man kann täglich auch herkommen, weil Galerie, da geht es um Kunst des Lebens. Man kann hier schöne Dinge finden. Absolut. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was tut sich Bella Hunk? Das Leben, genauso wie hier bei Wien Artig. Und das Leben einfach noch schöner machen. Aber da kann ich dir nur beipflichten. Dann wünsche ich dir einen schönen, unterhaltsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Danke dir. Ja, ich habe hier schon sehr viele faszinierende Menschen und Objekte kennengelernt. Aber jetzt habe ich was ganz, ganz Tolles gesehen. Das ist eine besondere Technik. Das ist eigentlich keine Glasur. Das ist Keramik ohne Glasur. Das nennt sich Grubenbrandkeramik. Das wird man mit einer Resigelaterbeschichtung eingelassen, gepinselt, gesprüht, mehrmals poliert, händisch, bevor es zum ersten Brand kommt, in Elektroden. Und danach kommt es in die Erdgrube, wird da speziell eingebackt mit Eisenoxid und Kupfersulfaten, verschiedenen Metalloxiden behandelt und brennbare Stoffe werden dazugegeben und dann lässt man ein bisschen den Zufall walten und schaut, was nach 2 Tagen aus der Grube rauskommt. Ich habe das kleine Bild von der Grube nach 2 Tagen, das schaut ja wirklich fürchterlich aus. Wenn man sich im ersten Moment schaut es aus, als wäre es ein Krematorium, schaut alles nur schwarz und Asche und verkohlt aus. Man hat dann ziemlich viel Arbeit mit Reinigen von den Vasen. Und wenn es dann mal sauber gewaschen ist, dann wird es mit dem Bienenwachs poliert, sodass man letztendlich die Herzmaske sieht. Jetzt kann man sagen, jedes Stück für sich ein Unikat. Jedes Stück für sich ein Unikat, weil man bringt es kein zweites Mal gleich zusammen. Also man kann es ein bisschen beeinflussen, indem welche Brennmaterialien man dazu gibt, ob man mehr Sauerstoff zur Grube reinlässt oder ob man es eher zudeckt und der Kohlenstoffatmosphäre das verbrennen lässt. Aber im Endeffekt sagt die Grube, wie es dann ausschaut. Absolut. Wir haben draußen gesehen, die in der herkömmlichen Glasur bearbeitet sind, wobei auch die Glasur ist nicht typisch, sondern auch die ist bearbeitet. Genau, also ich verwende keine fertigen Glasuren aus dem Geschäft, also das mixen wir meine Glasuren aus Naturrohstoffen selber zusammen. Die werden da berechnet, damit man weiß, bei welcher Temperatur schmilzt die Glasur überhaupt aus. Und mit den Farben, das kann man auch mit Naturoxiden so hinbringen, dass man verschiedene Farben zusammenkriegt. Und die Glasur beschaffen halt, ob sie glänzend ist, matt ist, muss man einfach wissen, wie, und dann kriegt man es. Jetzt mit zwei verschiedenen Techniken arbeitet, das sind ja zwei verschiedene Techniken. Welche liegt denn da mehr? Ich mag beides sehr gern. Also es ist echt schwierig für mich zu entscheiden. Also ich mache immer sehr gern sehr viel und probiere immer wieder gern neue Sachen aus. Ist es so, man wird unter und sagt, heute mache ich das oder heute mache ich das oder kommt es einfach? Ja, momentan setzt man sich irgendein Ziel und dann arbeitet man drauf hin und dann noch einmal viel Gruppenbrand macht und denkt sich, ach, jetzt würde ich gerne wieder Glasur entwickeln und so oft. Faszinierende Stücke, mir sind die Hände sofort ins Auge gestochen. Also für uns faszinierende Sachen und vor allem eine faszinierende Technik. Zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
ja, also für mich auf jeden Fall, ich mache das sehr gern. Und auch da ist wieder eine eigene Oberfläche, ist keine Glasur, ist kein Kugelkranz, sondern ein Schellack-Patina. Das ist wieder ganz was Eigenes. Da wäre wieder experimentiert und ich glaube, es ist ganz gut gegangen. Absolut. Wunderbare Sache, wunderbare Stücke. Einfach empfehlenswert. Dankeschön. Danke.